Guten Morgen, das ist von Oma aus Deutschland. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, wir haben ganz gut geschlafen. Wir waren einmal wach heute Nacht und haben uns ein bisschen die Mücken geärgert. Wir wollten jetzt eine große Runde mit dem Smurfy spazieren gehen. Und auf dem Weg bringen wir schon mal Sachen zum Düldül. Ja. Livia hat auch Sachen, weil wir ja morgen wieder abreisen. Wir holen ja morgen unseren Wohnwagen ab. Ja. Ja, und deswegen, damit wir nicht so viel auf einmal zu packen haben, machen wir das jetzt so, ne? Haben wir gesagt. Ja, und ansonsten, heute ist ein bisschen kühler hier in Deutschland. Ein regnerischer Tag, endlich Regen und Abkühlung. Und ihr dürft den Tag mit uns verbringen. Viel Spaß bei dem Daddy-Vlog. Smurfy mache ich jetzt eben an der Anhängerkupplung fest, ne? Hopp! Kohle-Tata. So. Oh, jetzt ist das auf dem Boden ganz dreckig geworden. Ei, ei, ei. So. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen auf- und umräumen. Ja, aber der Sitz kann ja wieder nach hinten zum Beispiel. Dann können wir da die Kuscheltiere einräumen, ne, Livia? Guck mal, so viele haben gesagt, es fehlt noch die Pfote hier, damit es Aufkleber bestellt, weil wir wollten natürlich nicht Smurfys Pfote in Acrylfarbe dippen. Hat er gesagt, das möchte er nicht. Mir fehlt das, der Ring fehlt. Der Ring fehlt? Oh. Wir haben so einen Ring, aber würde ich beanstanden, oder? Wie wird das dann gemacht? Hier? Papa, das ist deiner. Ja. Dann haben wir uns eine Schiene bestellt, eine T-Schiene. Da können wir nämlich dann hier festmachen. Entweder unterm Dach oder vor Kopf. Da können wir eine Gardine dann dran machen. Das machen wir aber nicht jetzt, oder? Also nicht jetzt, wenn wir hier in Deutschland sind. Livia. Ja, das ist mein Handabdruck. Ja. Und pink ist deiner, ne? So, das geben wir mal dem Papa. Dann können wir die Pappe direkt umrollen. Hand haben wir auch noch da oben. Erstmal nur hier drauf. Und dann kann ich hinten schon mal räumen. Nimm mir ruhig. Das ist ja als Reserve da oben rein. Ja, wir hatten einmal von Temu so einen Ring mitgeschickt bekommen. Wir ziehen die Schuhe aus, um ins Auto zu gehen. Wir sind die Oberallmanns geworden. Ja, ist doch schön. Hier ist auch ein Napf. Den können wir mal mitnehmen und spülen. Dann können wir die Gameboy-Hüllen hier oben. Ja, so hat man immer was zu tun. Wir müssen auch die Matratze noch ordentlich hinlegen, dass wir da schlafen können, wenn wir fahren. So. Das räume ich jetzt. Haben wir nicht so ein Lämpchen mal gehabt, was wir da... Ein Lämpchen? Wir hatten noch mal so eine Lampe gehabt, ja, zum Reinkleben, wo wir nicht wussten, wo die hin tun sollen. Ja, die ist im Wohnwagen. Ja, würde ich hier gerne, ja, reinkleben. Die kann man ja ohne Bewegungsmelder machen, ne? Ja, ja. Ich räume das jetzt ein hier, Livias Spielsachen. Achso, okay, dann Rest gibst du mir. Den Rest gebe ich dir nach hinten, weil da haben wir ja dieses neue Ding. Ja. Ist nur Wasser, mein Schatz. Den Drucker können Sie gleich da hinten. Mhm, mache ich. So, wir haben nämlich hier, as you can see, einen neuen Organizer für den Rücksitz. Ja! Und da wollte ich jetzt für die Fahrten organisieren. As organized as I am. Stifter, Blätter. Klebedinger, die können wir ja. Passt das hier rein? Geilomat.
fast schön. Rätselbuch und das packen wir weg. Zum Ausmalen was. Wow. Die sind so organisiert. Dann kommt hier noch eine Wasserflasche hin, eine kleine. Schön, richtig schön. Wunderbärchen. Das kommt weg. Zwölf Jahre aufzubellen, bitte. So, das ist alles für hinten. Mixer, Waschmittel, das brauchen wir hier nicht beim Fahren meistens. So, iPad, ganz wichtig auch. Unsere schön getönten Scheiben. Oh, hier sieht man aber, dass hier gefuscht wurde. Oh, oh, ja, ehrlich mal jetzt. Ja, fahren wir hin. Das finde ich nicht gut. Ja, dann fahren wir hin. Oh, oh. Können wir auch machen, wenn wir wieder da sind. Müssen wir mal deinen Papa fragen, was der dazu sagen würde. Was würde der Mutter dazu sagen? Der wäre schon da gewesen. Wie findest du das? Also was sagst du dazu? Das nicht stören. Da ist ein Schlitz, das siehst du jetzt so im Dunkeln. Was sagt ihr dazu? Hallo! Ich kontrolliere jetzt alle Fenster. So, geh mal raus. Oh, du hast ja auch die Schuhe ausgezogen. Dankeschön. Jetzt nicht in die Matsche treten. Ach, du machst den anderen Organizer fest. Für Kind 1 und 2. Können wir hier Futter reinmachen für den Smurfy. Das muss ordnungsgemäß machen. So. Ja. Über die Brücke. Guck mal, hier ist eine Mülltonne. Komm, Smurfy. Lauf, lauf. Über die Brücke. Ja. Oh, Olivia, ich sehe die Brücke schon. Wow. Über den Kanal. Smurfy ist auch schon ganz aufgeregt. Ja, zusammen. Also außer Tee wüsste ich jetzt nicht, was man damit macht. Ja, wer weiß. Und wir machen Juckpulvertee. Und dann ist so. Also wir haben jetzt nochmal geguckt. Jürgen und Annette. Wir haben zwei Scheiben. Die sind nicht ordnungsgemäß gemacht. Smurfy, komm mal her, da kommt ein Fahrrad. Komm mal hier. Hier. Komm hier. Warte. Ja, du freust dich. Sebastian und Svenja, 21.01.2010. Iris und Klaus, 2017. Hallo Klaus, an dieser Stelle. I hope you're still in the same place. And with the same wife. With your pretty wife. Hello. You had to come with your flex. Klaus knows. Mama, ganz viele Schlösser. Ja, ganz viele Schlösser. Ne? Das soll ein Zeichen der Liebe sein. Wenn man verliebt ist. Bernd und Michaela. Dann macht man sowas. Wir haben eins zur Hochzeit geschenkt bekommen. Burger King. Guck mal hier, so eins haben wir auch. So ein Herz. Das ist aber immer noch in der Vitrine. Sicher, was das Ding anders ist? Oh, das könnten wir mal in Istanbul. In Istanbul dran machen oder so. Aber irgendwie wäre es ja auch cool, das in Datteln zu machen. Smurfy, du bist ganz schön am Pullen. Pull, pull, pull. Guck mal, damit du nicht da hochkletterst, Bernd, auf die Brücke, haben sie da so. Ja, war früher schon, dass wir nicht von der Rahmen müssen. So richtig geht es uns auf jeden Fall. Warte, Smurfy, du warst auch gemeint mit Warte. Von vorne oder von hinten? Von vorne. A-N-N-A. Pass auf. Etty ist ganz gespannt. Was halt runtergefallen ist halt von denen, haben wir so eine Matschepfütze und dann war auch so eine Teerpfütze und haben wir als Kinder drin gespielt. Mhm. Ja, und ne, meine Mama war halt nicht begeistert, haben sie uns halt, hat man sich hinten aufs Boot gestellt und halt mit so einer Dusche mit kaltem Wasser sauber gemacht. Und der andere Junge, der hat dann halt Ärger gekriegt. Dass er dreckig war. Genau. Ja, irgendwie so typisch Deutschland vielleicht so ein Kran. Also ich verbinde das echt mit Ruhrpott. Ja, ja. So ein Kran. Oder gibt es hier überall diese Kräne? Bestimmt, ne?
Überall, wo Kanal ist. Da Häfen, ne? Hier war ja früher auch so ein Beladehafen. Bootsführerschein binden. Wir haben uns gerade die Boote angeguckt. Und Bernd ist ja auf dem Boot groß geworden. Dann werden wir richtig Kelly Family. Aber er sagt, früher hätte er so einen Führerschein machen können für 100 Mark. Er guckt gerade, was das kostet. Ich kann ihn sogar immer noch machen. Ich muss nur mindestens 16 Jahre alt sein. Da muss ich so ein ärztliches Attest haben, dass ich tauglich bin. Oh, ja. Und dann brauche ich einen Nachweis der Zulässigkeit durch eine Kopie des Kfz-Führerscheins oder das Führungszeugnis. Also ein Führerschein musst du schon haben für... Oder Führungszeugnis oder beides. Oder. Und dann, also das brauchst du. Und was musst, wie viele Stunden? Das ist dann aber nur BIN. Nur theoretischen Grundlagen lernst du bei uns komprimiert in kurzen 3- bis 5-minütigen Lerneinheiten, zu welchen du anschließend die passende Prüfungsfrage abgefragt wird. Dann musst du eine Praxisausbildung, 1 bis 2 Fahreinheiten und dann die theoretische Prüfung. Das ist jetzt nur für Kanalgedöns, nicht Mittelmeer. Die praktische Prüfung kommt dann auch. Kosten. Ja. All inclusive, komplett für 375 Euro. Oh, das Euro. Geht ja noch. Aber das wäre jetzt nur Kanal, was wurde da die Scheiben kaputt? Und der SPFW das kostet ist der Kran, 400 wir. Euro oder halt finanziert 133 jo. Euro. Das wäre dann Mittelmeer. Powered by PayPal. Das wäre dann für Meere generell. Generell, da könnten wir nach Amerika fahren. Da könntest du überall hinfahren. Das sind ja nur 700 oder 800 Euro. Moment. Aber so ein Boot ist kombiniert frei. Machen, SPF, See und BIN. Ja. Das ist der Kombi-Vorteilspreis für 495 Euro komplett. Ach. Aber ja, musst du dafür einen deutschen Führerschein haben? Weiß ich nicht. Wohnsitz, meine ich. Wohnsitz. Boah, der sieht ja schon ein bisschen mitgenommen aus hier. Segelding, oder? Wow. Aber so ein Boot ist richtig teuer, ne? Ja, aber wenn da ein undicht ist, ist ganz schlimm. Schlimmer als im Wohnwagen. Da können wir nicht die Plane drauf machen. Papa angefixt. Murphy, komm, du kommst nicht aufs Boot. Komm. Aber hier so zu stehen, sagt der Bernd, ist zum Beispiel gratis. Sogar der Strom. Ja, wir gehen jetzt zurück. Es fängt an zu regnen. Oh, was hast du hier bekommen? Einmal das neue Geschirr für dich. Guck mal, das ist genau dasselbe. Wieder in Bernstein von Anni X, ne? Haben wir das immer? Schon eigentlich, seitdem der Murphy bei uns ist. Komm, wir passen das mal an. Komm mal her, ob dir das passt. Das ist das dritte Geschirr, ne? Ja, du bist ein bisschen nass. Warte mal, oh, ist das schön. Ne? Die kann man auch waschen in der Waschmaschine. Haben wir schon gemacht, ne? Aber irgendwann sind die auf. Deswegen absolute Gönnung für Smurfy. Mach mal Sitz. Sitz. Mach mal Sitz. Du kannst aber besser hören. Was ist das wirklich? Hier müssen wir es auch ein bisschen größer machen. Ne? Erstmal anpassen. Fein. Ja. Ups. Oh, schick bist du, Smurfy. Hm? Ja. Das Schild noch abmachen, aber hier vorne muss das noch ein bisschen größer. Oh, super. Wow. Ist das gemütlich? Steht hier. Oh, das glänzt ja richtig, Smurfy. Sollen wir das Schild dran lassen? Nein, ne? Das schmeißen wir mal schön weg. Oh, fein. Hübsch bist du, Smurfy. Ja, da sind wir viele Kilometer mitgelaufen, ne? So. Oben hinmachen über die Sitze. Genau, kommt. Alles zusammen. Abgeschlossen ist, ne? Geh weg, Smurfy. Hopp, hopp. Warum rufst du ihn denn jetzt? Ja, wir kurz zu rufen. Ach so, komm. Komm. Hopp, hopp, hopp. Mann. Ja.
Ja. Wir sind überhaupt nicht in Regen gekommen. Und es ist auch kein Kleinkind unterwegs hingefallen. Hier ist auch kein Kleinkind mehr da. Und voll bepackt, mit Kind auf den Arm, schnell im Regen zum Auto rennen. Ich höre zum ersten Mal unser Auto, wie es sich im Regen anhört, wenn wir dann hier schlafen. Hört sich anders an als im Wohnmobil. Dass wir heute nicht gefahren sind, war bei Regen auf der Autobahn. Ja. Das wäre, glaube ich, keine Freude gewesen. Ja, vor allem nach so lange Sonnenschein im Regen. Dann sind die Straßen ja so. Können wir mal die Heizung anmachen hier zum ersten Mal. Wow, damit die Scheiben nicht zuschlagen. Nach Müll. Hier ist das ja auch alles erklärt. Wir haben uns nämlich sowas bestellt, so eine Führungsschiene für Gardinen, so eine T-Schiene, wie es auch im Wohnmobil und Wohnwagen gibt, weil wir sowas hier, ich weiß nicht, ob ihr es seht, vor Kopf dran machen möchten, dass wenn wir schlafen, dass hier hinter uns ein Vorhang ist, dass man nicht reinschauen kann. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen trocken legen. Erstmal, Moment. Also, wir haben eine Verabredung. Dann machen wir uns auf den Weg. Und auf dem Weg dahin müssen wir zum T-Docs fahren. Als der Bernd unser Auto abgeholt hat aus Deutschland nach Ungarn, hat er nämlich diese Folie geholt. Fürs Haus ist es eigentlich, glaube ich. Da, so eine Verdunklungsfolie, UV-beständig. Da hatten wir versucht, selber die Scheiben zu tönen. Hat klicklich gescheitert. Sind. Hat nicht geklappt. Deswegen haben wir es ja machen lassen. Aber eine haben wir noch nicht zerschnitten, die hat 20 Euro gekostet. Ja, was heißt klicklich gescheitert? Wir hätten das geschafft, aber wir haben einfach gesagt, für 280 Euro oder 300 Euro, was wir dafür bezahlt haben, plus Mehrwertsteuer. Dann haben wir es ordentlich. Außer halt die permanent Ritzen, wo wir gesagt haben, die lassen wir. Allmann Nummer des Todes. Ja, ABE. Oder nee, ja, irgendwie so, ihr wisst schon, was man beim TÜV braucht. ABE. Und ja, es sind jetzt ein paar Schlitze, aber wir haben uns dazu entschieden, das Einhorn hornt mich hier zu zeigen, dass wir das jetzt so lassen, weil nochmal dahin und es ist halt nur ein Millimeter. Aber trotzdem schade, ne? Bin gespannt, was ihr mir schreibt, was ihr gemacht hättet. Aber wenn selbst mein Vater sagt. Ja, der hat gesagt, er wird es so lassen, weil es könnte schlimmer werden. Es sind keine Bläschen. Also was das angeht, ist wirklich tutti frutti. Das sieht man nur, wenn man von innen nach außen guckt. So, ja. Ist auf jeden Fall 300% besser, als wir es gemacht hätten. Wir fahren jetzt in Kaufland, in T-Docs in Kaufland und dann zum Besuch, wo wir hin möchten. Und genießen das Regenwetter nach, also wirklich gefühlt, Monaten. Doch, es ist schön kühl. Das ist gerade wirklich sehr, sehr angenehm. Ich, ja. Ich hätte es lieber warm, anstatt das Wetter. Aber dieses 35 ja, Grad schwitzen. 35 Grad und schwitzen hat das Wetter. Echt? Ja. Ich finde es jetzt gerade wirklich gerade angenehm. Ich weiß, es ist sehr strange, dass ich das sage, aber. Juti, bis gleich. Ist das jetzt der Kaufland, wo du damals mal mit mir schwimmen gegangen bist und dann gesagt hast, hier in ist Kaufland das. Kaufland schwimmen gegangen? Nein, in Dortmund sind wir schwimmen gegangen und dann hast du gesagt, da ist der Kaufland, da läuft der schlimmste Gesocks vom schlimmsten Gesocks rum. Aber erst abends, die schlafen halt alle noch. Okay, halt deine Taschen fest. Halt deine Schlüpfer fest. Okay, dann seid gespannt auf unseren, das war Date-Zeit, Dating-Time. Ja. Da hat der Bernd mich ausgeführt. Ein schlimmste Kaufland aller Zeiten. Wisst ihr Bescheid? Da ist auch alles versaut. Was denn? Ja, von dem Dreck und Regen. Achtung, Livia, nutzt ja nichts. Wegen mir? Ich habe hier alles geputzt schon. Naja, egal. Dann come on. Da lang? Umdrehen. Ein Hoch auf Gummischlappen bei Fusilli. Kartoffelbrei mit Fleischklößchen. Hier mit Croutons. Ja, ja, für die Fahrt. Können wir einfach kochendes Wasser drauf machen. Ja! Genau, dann gibt's sowas für zwischendurch. Drehst du schon am Rad? Was ist denn los hier mit
Hela Gewürzketchup. 3,39 Euro haben wir gerade gesehen. Hallo. So, wir haben den Einkauf hinter uns gebracht. Es war okay. Ja. Ich habe es schlimmer in Erinnerung. Oder es war halt so abends Uhrzeit, und am Wochenende, ja, sonst. War noch ganz gut, wir wollten nicht so viel kaufen, wir haben doch ein paar Fertiggerichte geholt, aber ansonsten waren wir ganz tapfer. Gut, jetzt mache ich Instagram und wir fahren nach Tedox. Wie weit ist das von hier? Ja, wir haben gerade unsere Fahrzeugpapiere geguckt, wie viel wir ziehen dürfen mit unserem Düldül. 3,5 Tonnen gebremsten Anhänger, der ist ja gebremst, unser Wohnwagen. Der wiegt ja nur, wie viel? 1375, ne? Vollbeladen. Also darf der maximal wiegen, der Wohnwagen, ne? Was, 1900? Wie viel darf der wiegen? 1900 wert. Ist wirklich, dass die erforderliche Fahrerlaubnis vorliegt. Der darf 2000. Der Wohnwagen. Ach so, der maximal 1300. Ja, sag ich doch. Ich dachte, das Auto hier. Nein, der Wohnwagen wiegt 1300, irgendwas vollbeladen. Mehr darf der nicht wiegen. Unser Auto darf 3.500 Kilo ziehen, wenn man jetzt den Führerschein dafür hat, natürlich. Wir reden darüber, weil das natürlich eine Erfahrung sein wird, den zu ziehen in diesem riesen Gespann. Also selbst die Fahrschule, die Bernd hatte, das war ja jetzt nicht so ein großes Fahrzeug mit einem großen Anhänger. Das war ja ein Bulli, glaube ich, ne? So ein kleiner Bulli mit einem kleineren Pferdeanhänger, glaube ich, ne? Und halt, ja. Einfach wie sich das Gespann verhält, und wir glauben, dadurch, dass der 3,5 Tonnen ziehen dürfte, dass der unsere 1300 Wohnwagen zieht wie nichts, dass man das quasi gar nicht merkt. So hoffen wir. Mal schauen. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, wir sind auf der Autobahn. Waren noch bei Scheidings Lagerverkauf. Das gibt es in Dortmund und in Recklinghausen. Da gibt es zum Beispiel diese Fertignudeln. 10 Stück. Für 1,99. Weiß ich nicht. Ach so, das sind die mit Bechern. Dann, ja, 5-mal. Aber wenn es die Tüten sind, waren es 10 Stück für 1 Euro, glaube ich. Ja, also so Markensachen für abgelaufen und kannst du noch mitnehmen. Ich kriege für Chips, aber ich fand Carazza für 1,50 teuer. Ja, also ich mag Carazza gar nicht. Dieses, das gibt es ja auch in vegan, aber ja. Vegetarisch. Pflanzlich. Okay. Guck mal, wir sind wieder zu Hause. Haben Dortmund wieder verlassen und wir dürfen jetzt packen. Morgen früh geht es ja für uns los. Wir werden morgen Deutschland verlassen und holen unseren Wohnwagen ab. Wir laden nochmal unsere Powerstation, damit wir die Kühlbox unterwegs gut laden können. Das ist meine Tasche für mein Hobby. Da kommt mein Laptop und so rein. Also wir haben alles schon so zusammengesucht. Ja, und haben immer schon, wenn wir heute zum Auto gegangen sind, haben wir schon was mitgenommen. Essen noch was. Bernd hat ja heute schon gekocht. Und wenn wir das alles erledigt haben, dann fallen wir glücklich und zufrieden ins Bett. Und morgen früh nehmen wir euch wieder mit. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Bis morgen in alter Frische an unserem Reisetag. Tschüss!